Herzlich willkommen alle Anwesenden zu unserem zweiten Bluespreis-Summit. Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal diese rein virtuelle Veranstaltung abgehalten. Dieses Jahr jetzt zum zweiten Mal, da es letztes Jahr sehr gut angenommen worden ist und positive Rückmeldungen kamen. Ich bin Eva Vogel, ich bin zuständig für Marketing und Kommunikation in der Hallo-Welt. Habe hier auch, wie Sie wahrscheinlich alle mitbekommen haben, den Summit mit Anmeldungen und so weiter organisiert, war wahrscheinlich mit jedem von Ihnen sowieso ein paar Mal öfter im Gespräch oder zumindest per Mail. Mein Kollege darf ich kurz vorstellen, das ist der Herr Heigl, das ist einer unserer Geschäftsführer. Magst du noch mehr zu dir erzählen? Ich muss so viel sagen, glaube ich. Die Leute sind vielleicht ganz froh, wenn ich nicht so viel jetzt gleich schon loslege. Hallo zusammen auf jeden Fall. Freut mich sehr, dass ihr alle da seid und denke, es werden spannende zwei Tage werden. Ja, Eva hat es ja schon gut vorbereitet. Das ist immer ein Haufen Zeug im Hintergrund zu machen. Das glaubt man auch noch nie so richtig. Das hoffen wir, dass gut vorbereitet ist und dass alles passt. Und wo es notwendig ist, greifen wir nur rein. Also wir haben auf jeden Fall immer versucht, sagen wir mal so. Genau. Okay. Der Herr Heigl ist auch zum Großteil in anderen Sitzungen dann und Beiträgen Referent. Sie werden uns beide also in den zwei Tagen öfter sehen. Dann, genau, gehen wir mal weiter zum Thema, was machen wir eigentlich in den nächsten zwei Tagen hier? Worum geht es jetzt in unserer Begrüßung? Reden wir am Anfang jetzt erstmal über Konzeptionelles. Wie ist es hier aufgebaut? Wie ist der Ablauf? Auf was müssen Sie vielleicht als Teilnehmer oder Referenten achten? Dann reden wir kurz über das Programm und über Organisatorisches. Dann werden wir noch ein bisschen was erzählen, beziehungsweise der Herr Heigl wird noch was erzählen über die Hallo Welt, was sich bei uns tut, was sich entwickelt, wie es bei uns weitergeht. Und letztendlich wollen wir dann nur reden über Ihre Erwartungen. Ja, was erwarten Sie von der Veranstaltung und allgemein? Zur Konzeption. Sie sind alle hier wieder in unserem Online-Summit. Wir haben beschlossen, dass es jetzt auch dieses Mal, obwohl uns Corona ja endlich so ein bisschen aus dem Griff entlässt, trotzdem noch einen Online-Summit machen, eben weil er die Möglichkeit bietet, dass nicht nur die teilnehmen können, die vor Ort sind oder die sich eben diese ein oder zwei Tage freinehmen können, sondern weil uns einfach wichtig war zu sagen, okay, jeder hat die Möglichkeit teilzunehmen und ist auch für uns, darauf können wir dann kommen wir dann im Bereich, was passiert in der Hallo-Welt noch drauf, einfach auch organisatorisch gut war, nochmal einen Online-Summit zu machen und keine Hybrid-Veranstaltung. Wir haben jetzt in diesem Jahr in den zwei Tagen keinen exklusiven Kundentag mehr, so wie es im letzten Jahr war. Da war ein Tag exklusiv nur für Kunden und ein Tag war dann offen für alle Teilnehmer. Das hat thematische Gründe. Letztendlich wollten wir eben auch am ersten Tag Themen unterbringen, die aber auch generell interessant sind. Zum Beispiel sprechen wir ja über Produktmanagement im Wiki und über IT-Dokumentation im Wiki. Und das sind dann doch auch Use Cases, die allgemein interessant sind und da das intern bei uns die Dokumentation betrifft, wollten wir diese Beiträge offen lassen. Letztes Jahr hatten wir die Rückmeldung, dass wir insgesamt mehr Raum für Diskussionen und Gespräche brauchen. Dem haben wir in dem Programm dieses Jahr mehr Raum gelassen. Es gibt immer wieder zwischendurch Blöcke, die für Diskussionen und Gespräche eingeplant sind. Entweder ist es offen gelassen, worüber diskutiert wird, oder wir haben einen Diskussionsblock, der sich damit beschäftigt,
wie baut man denn Wissensmanagement in einem Unternehmen am besten Wiki auf? Zusätzlich haben wir jetzt noch Ende Juni einen halbtägigen Produkttag geplant. Und zwar deshalb, weil wir auch Rückmeldungen von englischsprachigen Kunden und Nutzern bekommen haben, dass sie Interesse am Summit hätten, gleichzeitig zu unserer deutschen Veranstaltungen war das allerdings organisatorisch jetzt so nicht möglich. Deswegen trennen wir das und veranstalten dafür dann einen eigenen Tag mit einem eigenen Programm. Und wie gesagt, das ist dann Ende Juni geplant. Genau. Dann gehen wir weiter zum Programm. Der Tag 1 ist ja jetzt den Themen Use Cases und Lösungen gewidmet. Der Herr Werner beginnt danach mit seinem Beitrag zum Thema Dokumentation von Fachregelungen. Jetzt muss ich da kurz. Genau, Herr Werner ist von der Behörde für Inneres und Sport und Amt für Migration in Hamburg. Dann wird die Frau Weppelmann später im VIP-Raum, dafür werden wir dann wechseln müssen, denn das ist eine geschlossene Veranstaltung für VIP-Teilnehmer, uns etwas erzählen über den Mitarbeitersteckbrief, den sie bei Ihnen im Unternehmen führen. Die Frau Weppelmann ist von der Opfer Metallwerke GmbH und Co. KG. Dann werden wir von der Hallo Welt intern noch Beiträge hören zum Use Case Kundenprojekte in der IT und zum Thema, wie dokumentiere ich denn Produktentwicklung. Das ist allerdings dann schon nach der Pause. Was hier jetzt nicht aufgeführt sind, sind noch die Lightning Talks, die wir haben um 11. Da wird es gehen um die Easy Redmine Integration, Cloud-Entwicklung und das Thema, wie funktioniert eigentlich in BlueSpice die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sie finden das ja auch alles noch im Programm, in der Rezeption, wenn Sie runterscrollen. Ja, das sind jetzt quasi nur die Highlights gewissermaßen. Genau, genau. Weil sonst wäre die Folie voll und Sie haben ja das gesamte Programm quasi vor der Nase. Genau, aber nur damit es kurz angesprochen ist. Genau, ja. Im Anschluss dann um 15 Uhr geht es dann um Wikis als Tool in der Energiewirtschaft. Den Beitrag wird der Herr Schönfelder von 27K Cloud übernehmen. Das ist ein Partner von uns, der schon lange mit uns zusammenarbeitet. Und im Anschluss hören wir dann von der Frau Weber von der Stadt München, von ITSM, etwas zum Thema Wikifarm. Der Beitrag ist wieder dann im VIP-Raum, da das ein geschlossener Beitrag ist. Kurz noch zum Produkt- und Techniktag, also zu unserem zweiten Tag. Den starten wir mit der BlueSpice Roadmap, also dem Thema, was kommt auf Sie zu, welche neuen Funktionen sind geplant und kommen dann mit der 4.2 und 4.3 oder sind im Endeffekt, also welche Funktionen kommen als nächstes. Dann sprechen wir noch über neue Templates. Und die Templates sind thematisch heiß begehrt und insofern haben wir immer wieder neue Templates auf Lager, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Dann haben wir noch einen Beitrag zum Thema Workflows. In BlueSpice 4 sind die Workflows ja jetzt neu. Die werden vorgestellt und ihre Funktionsweise einfach mal vorgeführt. Es gibt dann morgen noch einen Beitrag zum Thema Semantik, wo einfach nochmal drüber geredet wird, welche Tipps und Tricks gibt es so, wie kann man gut damit arbeiten, was kann man machen. Und abschließend haben wir doch dann noch einen Beitrag zum Thema Content Transfer, also wie kann ich Inhalte in andere Wikis übertragen und gegebenenfalls auch übersetzen bei der Übertragung. Ich denke, hier durchaus spannender Tag und spannende Anwendungsfälle und ich hoffe, Sie sind morgen dann auch wieder alle dabei.
Unbedingt. Ja. So, jetzt. Dann nochmal zum Thema Organisatorisches. Für alle Teilnehmer generell, es gibt jeden Tag eine Sitzung, die im Endeffekt genannt ist wie der Tag. Also heute ist die Sitzung die Hauptsitzung, in der die Beiträge ablaufen. Die sind zum Use Cases und Lösungen. Bis auf die zwei Beiträge, die geschlossen sind, laufen alle Veranstaltungen hier ab. Die geschlossenen Beiträge von der Frau Weppelmann und von der Frau Weber sind dann im VIP-Raum. Dafür müssten wir wechseln. Wer sich noch anderweitig unterhalten möchte mit Teilnehmern, für den steht die Lounge zur Verfügung. Und wir haben auch einen Raum, den finden Sie unter Sitzungen, der nennt sich Techniktest. Also jeder, der noch seine Kamera, seinen Ton testen möchte, einfach mal schauen möchte, wie alles ausschaut, für den ist der Raum Techniktest immer offen und steht immer zur Verfügung. Sie können gerne mitdiskutieren und Fragen stellen. Am einfachsten ist es natürlich, die Fragen über den Chat zu stellen. Das können Sie während dem Beitrag natürlich jederzeit machen. Ansonsten, wenn Sie Ihre Fragen persönlich stellen möchten, müssten Sie das, wenn Sie es wirklich mit Übertragung machen wollen, am Ende des Beitrags machen. Wir werden uns als Moderatoren am Ende des Beitrags immer wieder mit dazuschalten, um die Diskussion dann zu leiten oder die Fragen eben dann weiterzugeben. Und wenn Sie nicht über den Chat arbeiten möchten, sondern Ihr Video teilen wollen, dann können Sie das in der Situation natürlich wieder machen. Der Chat ist noch so Thema. Es gibt einen Chat, den Sie sehen in der Rezeption für die Veranstaltung. Es gibt aber auch immer einen Chat im Raum. Das haben Sie schon vielleicht bemerkt. Wenn Sie in eine Sitzung wechseln, dann ändert sich auch der Inhalt des Chats so ein bisschen. Da muss man einfach gucken, wo befindet man sich gerade in der Veranstaltung oder in der Sitzung. Das kann im ersten Moment ein bisschen verwirrend sein. Genau, Sie können sich auch direkt die Nachrichten schicken, indem Sie unter Teilnehmer sehen, wer ist hier. Und mit einem Klick auf den Teilnehmer ist es dann möglich, entweder Meetings zu planen oder Videoanrufe zu machen oder einfach miteinander zu chatten. Also es ist sehr komfortabel, um ins Gespräch zu kommen, wenn man nochmal später Rückfragen zum Thema hat zum Beispiel. Genau. Kurz für die Referenten nochmal, für Sie ist natürlich auch die Sitzung Techniktest da, um dann nochmal alles zu testen. Sollten Sie nochmal Hilfestellung brauchen, sprechen Sie mich einfach an, auch über den Chat, das ist gar kein Problem, wir können das nochmal testen. Und wir werden im Endeffekt das so handhaben, dass wir Sie mal anmoderieren in einer Sitzung. Sie kommen dann dazu, teilen Ihr Video, Ihr Audio. Wir als Moderatoren werden uns dann zurücknehmen und kommen dann wieder, wenn Ihr Beitrag beendet ist oder wenn es zwischendurch einfach irgendwie Hilfestellung braucht oder so, dann sind wir natürlich auch wieder da. Gut, sollte es da nur irgendwelche Fragen geben, dann klären wir die einfach im Anschluss. Ja, wir sind im Hintergrund, laufen dann manchmal noch so kleine panische Aktionen. Aber ich glaube, die werden immer besser. Als wir das erste Mal gemacht haben, war das natürlich irgendwie für alle irgendwie neu. Und ich habe vorhin ja eingangs schon gesagt, ich glaube, es kommt da langsam auch so ein bisschen Routine in das Ganze. Ja, soweit. Erstmal, wie wir das jetzt so grob angegangen sind. Wir haben sicherlich noch mehrere Möglichkeiten, darüber zu reden, wie wir das vielleicht auch das nächste Mal machen. Aber jetzt fangen wir überhaupt erstmal an. Ich habe mir gedacht, vielleicht noch zum Einstieg, es interessiert Sie vielleicht so ein bisschen auch, was eigentlich mit dieser Hallo Welt und der Firma, mit der Sie da zu tun haben, was Sie da so gerade, was die so umtreibt. Und es gibt wahrscheinlich vielleicht da sogar auch Ähnlichkeiten. Ich habe das mal für mich so überschrieben, die Hallo Welt und das Bedürfnis nach Sicherheit, Verlässlichkeit und Aufbruch. Da ich mit dem Aufbruch
das muss ich dann, habe ich vielleicht nochmal so ein Fragezeichen manchmal auch dahinter. Also, was wir tatsächlich im Moment sehen oder wir konfrontiert sind jetzt in letzter Zeit oder ganz massiv, ist, dass wir natürlich wie alle, wie Sie auch, natürlich in einem ziemlichen erkennbaren historischen Umbruch uns befinden. Die Großwetterlage, das sind jetzt hier nur die Stichworte, ne? Das sind jetzt Krisenauswirkungen. Du hast natürlich die Corona-Krise, wir merken es extrem, dass diese Corona-Krise jetzt zwar so halb vorbei ist, aber und die Leute so langsam da rauskommen, aber das noch nacharbeiten müssen. Der Ukraine-Krieg ist mit Sicherheit auch etwas, was uns auch wirtschaftlich insgesamt natürlich extrem beschäftigen wird. Und der Klimakollaps ist natürlich das Nächste. Also es gibt eine unglaubliche, also einen unglaublichen Veränderungsdruck in der gesamten Gesellschaft, oft getrieben, oft wenig gestaltend, sondern getrieben. Das merkt man natürlich schon, das hat man ja mit der Bundestagswahl gesehen, okay, da gibt es jetzt irgendwie so eine, nennen wir es mal, reformbereite Regierung oder versucht jetzt diese Themen zu adressieren oder anders zu adressieren als die Regierung vorher. Und wir dachten, ja, ist ja eigentlich ganz toll, weil da ist ja auch, natürlich spielt Digitalisierung da eine enorme Rolle. Ja, wir haben jetzt die letzten Jahre immer darüber geredet, wir müssten in die Richtung Digitalisierung gehen. Manche stöhnen schon und sagen, ja, bei uns ist schon zu viel digitalisiert worden, wir müssen uns erst überhaupt mal wieder konsolidieren, wie das geht. Aber ich glaube, bei Corona hat man dann schon auch mal gesehen, dass wir, also in Deutschland allemal, an vielen Bereichen extrem rückständig sind. Wenn man mal gesehen hat, also wie die Schulen ausgestattet sind. Nur als ein Beispiel, aber auch viele andere Bereiche. Es geht bei der Pflege weiter, geht bei den Behörden weiter. Ich glaube, das ist so eine allgemeine Stimmung, die also alle betrifft, und wir haben so große Trends, in der wir uns bewegen, letztlich. Und wir kriegen das von unserer Seite her sehr stark mit, weil wir im Kontakt mit unseren Kundinnen, Kunden, aber auch mit Leuten, die als Interessenten vorbeikommen und sich das anschauen, was wir da eigentlich machen, dass überall von Umbau die Rede ist, auch von Überlastung, Personalnot, Kosten, auch Unsicherheit, welche Budgets überhaupt da sind, die großen Strategiefragen dahinter kommen. Man sagt, naja, wir wissen noch gar nicht, wie es in die Gesamtstrategie passen soll. Ja, und da sind noch unsere Abteilungsleiter, die Geschäftsführungen, die Vorstände sind noch am Überlegen und am Knobeln. Und das heißt dann auch, dass immer wieder auch irgendwo Projekte geschoben werden. Ich würde mich interessieren, ob das bei Ihnen auch so ist. Später dann mal können wir in einer der Diskussionen das vielleicht mal ein bisschen ausloten. Warum sage ich das eigentlich offensichtlich so? Naja, weil es uns natürlich betrifft in einer Art und Weise, wie wir jetzt, was wir täglich so machen. Es haben wahnsinnig viele Anfragen von Leuten. Wir haben hier im Vertrieb also echt alle Hände voll zu tun. Ein enormes Informationsbedürfnis, das wir decken müssen, also sondern dokumentieren und dann schreiben wie die Blöden hier teilweise. Wir sind sozusagen auch getrieben dieser Umbruchsphase hier. Was uns auch wieder zu neuen Sachen bringt und auch uns im Prinzip auch weiterentwickelt. Also wir empfinden das alles andere jetzt irgendwie als, wir empfinden es als stressig, aber es ist etwas, was uns weiterbringt und was uns eigentlich auch pusht. Und ein zweiter Punkt, der uns eigentlich pusht, auch vielleicht noch mehr pushen könnte, ist, dass eigentlich so kollaborative Knowledge Bases oder irgendwie auch so Dokumentationssysteme, die jetzt auch mal nicht darauf aussehen, dass man warten muss, bis der Kollege aus der Kollegin wieder aus dem Urlaub ist und mal anfängt, irgendwas aufzuschreiben, dass die natürlich super Tools sind, um solchen Wandel zu meistern. Das ist eigentlich was wir schon seit 15 Jahren sagen. Und ich den Eindruck habe, dass das zum Teil auch wieder jetzt klarer wird. Spannend ist es für diejenigen, die diese Tools schon haben und schon gelernt haben, damit umzugehen. Und dann gibt es diejenigen, denen muss man das jetzt nochmal wahrscheinlich nochmal sagen und zeigen und helfen,
Weil wie ich schon gesagt habe, Digitalisierung ist natürlich ein Monsterthema, da werden riesige Projekte dann ausgerollt oder eben nicht, wenn auch verpackt, ja, also wie auch immer. Aber eigentlich wissen alle, dass man in der Richtung was tun muss. Es ist die Frage, welche Tools, wie werden die eingesetzt, wie verhält sich ein Wiki beispielsweise zum Rest? Da gibt es vielleicht nicht doch auch Alternativen da dazu. Machen wir nicht doch wieder alles mit SharePoint? Ja, neulich wieder, wir machen es mit SharePoint, sage ich, viel Spaß. Kann ich nur Beileid bringen, wenn es um Business Management geht. Aber es ist wirklich auch nicht so einfach, das auch immer wieder rauszuarbeiten. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die das eben schon einsetzen, dass die eigentlich, also ich würde die These aufstellen und die stark vertreten, dass die besser durch solche Krisen- und Umwandlungsprozesse kommen, weil sie das erstmal noch gar nicht erst alles einführen müssen und weil sie einfach gelernt haben, auch schon auf sowas flexibler zu reagieren. Sie können gern widersprechen, müssen wir dann nochmal besprechen, aber das ist ein Punkt, wo ich nach wie vor sage, Wiki ist eine extreme Hilfe in diesen Prozessen. Um neues Wissen zu generieren, um schnell auf was zu reagieren, wo sich was ändert. Wir werden jetzt dann gleich einen Beitrag hören, da habe ich schon ein bisschen reingeguckt, was da so ist, so ziehe ich meine These bestätigt. Da gibt es einen zweiten großen Block an Themen. Durch die Veränderungen auf der internationalen Ebene spielt das Thema Datensouveränität und Open Source eine größere Rolle. Und zunehmend nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern tatsächlich auch, es wird nach Open Source Software gefragt, es wird danach gefragt, gibt es Tools, die wir auf unseren eigenen Servern betreiben können, es gibt, wie geht ihr damit um, aber es ist natürlich auch für diejenigen, die jetzt Cloud-Kundinnen bei uns sind, entsteht natürlich ein enormer Druck auch drauf, zu fragen, was macht ihr da, wie ist das mit den Backups, wie ist das gesichert, wo sind die Server und so weiter. Und ich habe das so als Überschrift, naja, es geht um die Sicherheit von Lieferanten. Ja, wir haben ja viel über Lieferketten gesprochen und das passt natürlich zu uns auch. Wir müssen natürlich auch in diesen Lieferketten, wenn Sie so wollen, in der Software-Lieferketten, uns entsprechend aufstellen. Ich denke, Hallowelt ist super aufgestellt dafür. Es gibt sicher noch einiges immer zu tun. Ja, aber im Prinzip stehen wir eigentlich, spielt uns das alles gerade so ein bisschen in die Hände, weil wir einfach schon lange drauf aus sind oder das gesamte Geschäft, wenn man so will, die halbe Welt drauf aus ist, dass wir aus einer Open-Source-Software was Verlässliches machen, wo sie kontinuierliche Entwicklung bekommen, wo sie kompetenten Support bekommen und wo auch weiterentwickelt wird. Wir werden das im Laufe der Konferenz sehen, was sich da alles so tut. Das ist also etwas, worauf Sie sich auch in Zukunft auf jeden Fall verlassen können. Also da ändert sich auch nichts. Wir haben da eine langfristige Perspektive drin. Spannend ist es, dass wir jetzt in den letzten halben Jahr, würde ich sagen, ja, sehr stark auch Besuch bekommen von IT-Service-Dienstleistern, von Dienstleistern, die beispielsweise Kommunen oder im öffentlichen Sektor unterwegs sind, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Provider, Leute, die sagen, wir brauchen viele Wikis für unsere Abteilungen, Behörden, Teams. Und die sagen, Pluspass ist jetzt die ideale Lösung da dafür, weil perfekt, MediaWiki als Basis, Enterprise-Software, entsprechender Support. Was können wir da tun? Und das sind natürlich dann auch zunehmend andere Settings. Ja, da geht es dann nicht nur um ein Wiki, sondern die müssen dann meistens in Containern, in VMs oder was gepackt werden, damit es irgendwie läuft. Also das ist etwas, wo wir deutlich sehen hier, da passiert was. Da spielt uns auch natürlich ein bisschen mit rein, dass sehr viele im Moment gerade überlegen, ob es eine Alternative zu Confluence oder überhaupt zu Atlassian-Tools gibt, die mit ihrer neuen Preispolitik beziehungsweise der Politik, die Leute in die Cloud zu drängen, ja, dann doch irgendwie auch für Unruhe sorgen und auch Leute suchen lassen nach Tools, die das ersetzen können. Weil ich weit weg bin, langsam davon zu sagen, wir sind der Ersatz, sondern es ist auch ein bisschen anders, mit Bluespace zu arbeiten. Ich habe auch den Eindruck, dass es an manchen Stellen besser ist, aber
Da komme ich nochmal dazu zurück. Das Thema Confluence oder Atlassian ist natürlich etwas, was uns auch beschäftigt und auch unser Arbeiten hier aktuell sehr prägt. Ah, muss Gas geben, okay. Was auch noch ein großer Punkt ist, wir sehen also enorm steigende Anforderungen, wenn es jetzt um das Thema geht, IT, Security und Compliance. Das ist eigentlich immer ein Thema für große Unternehmen gewesen. Jetzt kommt es natürlich von allen Seiten geflogen. Jetzt kommen auch mittlere Unternehmen, auch kleinere. Die brauchen das selber. Da haben wir also, ich hätte jetzt da ein Tool, mit dem man das machen könnte. Das sehen Sie rechts in diesem Screenshot so ein bisschen, wie wir das intern machen, das ist jetzt ein Katalog, wie wir beispielsweise unsere Services referenzieren und da auch aktuell halten, beziehungsweise auch die Audits, beziehungsweise die Überprüfungen organisieren. Ja, das sind dann beispielsweise Bitwarden, das ist ein Service, den wir haben, das ist ein externer Dienstleister und da steht dann letztlich drauf, gibt es da einen Vertrag, was ist da der Status, wann wurde da drüber geguckt und so weiter. Was sind da bestimmte technische Tools, die wir eingebaut haben, damit wir wissen, ob der Dienst funktioniert und so weiter und so fort. Also technische, die rechtliche Klärung spielt eine Rolle für uns. Wiki ist auch ein Ansatz, um sowas in den Griff zu kriegen. Und wir sind da natürlich auch immer auch als Hersteller, auch als Ansprechpartner gefragt. Hier haben wir schon teilweise Lösungen mit am Start. Ja, und dass Wiki hier eine Lösung dafür ist, hatte ich schon kurz angedacht. Aber das ist extrem, was hier teilweise passiert, weil wir merken das also im Vertrieb, dass das im Vorfeld ja auch uns fordert, hier stärker zu dokumentieren und auch transparenter zu werden. Aber dem kommen wir jetzt dann auch nach. Es wird eine neue Website geben und auf dieser Website, die gibt es im Hintergrund schon, da müssen jetzt noch die Inhalte reingepackt werden. Nach dem Summit braucht man ein Sauerstoffzelt für die Frau Vogel und mich. Wir müssen das noch alles reinpushen. Aber es wird einen Trust- und Safety-Bereich geben. Und da gibt es dann tatsächlich umfassende Informationen, was wir schon heute tun im Bereich Trust, Safety, Compliance. Wie die Software organisiert wird, wie die programmiert wird, wie wir mit der Datenschutzgrundverordnung umgehen und so weiter. Da sehen Sie den aktuellen Status und es wird weiterentwickelt werden, natürlich, weil wir sind, wie Sie, gerade alle auf dem Weg, uns da auch auf das nächste Level zu heben. Und es wird viele Antworten auf die Fragen zum Produkt geben, zu Verträgen, zu kommerziellen Themen, sodass Sie das dort auch recht bequem auch schon abfragen können. Und ich fürchte oder hoffe, dass da schon 80% der Fragen dann erschlagen sein sollten und hoffentlich dann auch kompetent beantwortet sind. Wir geben uns auf jeden Fall Mühe. So, der nächste Referent steht schon in den Startlöchern. Eines noch zuletzt. Sie haben uns kontinuierlich, Sie werden möglicherweise mitkriegen, dass wir eine neue Adresse bekommen in den nächsten 4-6 Wochen. Weil wir umziehen innerhalb von Regensburg, wir ziehen ein bisschen raus hier in den Osten, in dieses Gebäude hier, das wird ein sehr sonniger Platz mit viel Licht, mit vielen Fenstern, wo wir mehr Raum haben, weil wir ja eben auch wachsen, weil wir auch ein attraktives Umfeld haben wollen und uns auch weiterentwickeln. Und wir sind sehr glücklich, dass wir das finden konnten. Ist dann der Blick auf die Donau, also wer uns besuchen will, herzlich willkommen. Der Blick in die andere Richtung ist auch gut. Und schauen Sie einfach vorbei. Für Sie ändert sich dadurch jetzt halt nichts. Wir sind sozusagen nur, wir kriegen eine neue Homebase in 3-4 Wochen und fangen jetzt dann nach dem Summit so langsam an, die Kisten zu packen. Das ist so ein bisschen der Grund, warum wir auch geschaut haben, wir können jetzt nicht nur eine Präsenzveranstaltung machen.